Lokalmatadorin Lisa Marie Quayel hat bei der Leichtathletik-EM in Berlin als dritte deutsche Sprinterin das Halbfinale über 100 Meter erreicht. Die 22-Jährige aus Neukölln lief am Montagnachmittag im Olympiastadion als schnellste Läuferin ihres Erstrundenrennens in 11,30 Sekunden in die Vorschlussrunde. Ich kann es gar nicht glauben, es ist wie ein Traum, es ist wunderbar, sagte die Berlinerin nach ihrem Rennen, unglaublich, dass ich das Halbfinale erreicht habe, auch noch zu Hause, Medaillenkandidatin Gina Lückenkämper und Tatjana Pinto waren für das Halbfinale am Dienstag 19.05 Uhr ebenso gesetzt worden wie die drei Jahresschnellsten Dina Escher-Smith, Großbritannien, Mutschinda Kabunji, Schweiz, und Daphne Schippers, Niederlande. Das Finale findet ebenfalls am Dienstag 21.30 Uhr statt.